Ohohoho. Autsch. Ihr seid gestorben. Ach nee. Schön, dass du mir sagst, dass ich gestorben bin. Ah ja. Aber wenigstens müssen wir den ganzen Murks hier nicht nochmal machen, sondern können gleich runter und zu der Flinklinge. Beziehungsweise erst in den Turm zurück, die ganzen Dickwänste töten. Beziehungsweise einfach hoffen, dass sie abfackeln und sich selber töten. Au. Nicht mich anspringen. Genau, spreng dich in die Luft. Willst du mich nicht angreifen? Nö, der hat keinen Bock. Na, jetzt ist er tot dafür. Na? Au, da bin ich nicht schnell genug weggekommen. Macht aber nicht so viel. Das hingegen war böse. So, explodier. So, komm ruhig her. Du sollst auch ins Feuer springen, Mensch. Dich zu töten ist doch sehr lästig. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Okay. Heilen bitte. Du verstärkst ja zum Glück Wunder ein bisschen. Genau, explodier. Und nimm den anderen gleich mit. So, Invasion von Flinke Klinge Rachel. Oh. Heute Feuer. Au. Ja, bei dem Kampf muss ich auf meine Ausdauer aufpassen. Genau. Genau, ich kann mit ihr einfach hier um die Säule, um die brennende Säule tanzen, vor allem weil sie sich da gerade verhakt hat. Ja, zweihändig ist immer übel bei Zweihandkämpfern. Genau, nimm Schaden. Aber fügt mir keinen zu. Mist. Ah. Okay, nächster Versuch.
runter. Und hier raus und rüber und wieder die ganzen Dicken töten. Für die ich übrigens kein Schild brauche. Wow, wenn ich mal selber über so eine riesen Kette balancieren müsste. Ich glaube, ich könnte da nicht einfach so chillig rüberrennen. So. Genau, explodier. Ich hatte eh keiner lieb. So, du brennst. Also kannst du auch explodieren. So, und jetzt noch die letzten drei hier. So, wieder einer weg. Ja, die sind fies, weil die antäuschen können. So. Erstmal den Seenhaufen retten. Dann kümmere ich mich um die Flinkklinge. Okay, die will... Oh, jetzt ist es Magie. Was sie benutzt. Auch gut. So, zweimal zustechen und dann weg. Einmal zustechen und weg. Au. Da habe ich das Schild nicht schnell genug hochgekriegt. So. Wegrollen, auch wenn ich das jetzt fast getroffen hätte. So, und Finstergeist ist verbannt. Ja, da bin ich gerade vorhin runtergefallen. Das war nicht so gut. Ich mache erstmal mehr Licht. Und kletter jetzt hier wieder hoch. Weil hier ist auch noch ein Raum, den ich gerne mir ansehen möchte. So, dazu muss ich nur seitlich an der Leiter runterrennen. So, du kannst explodieren, wenn du Lust drauf hast. Au, das hat mich jetzt erwischt, aber ich lebe noch. Das war böse. Und ja, für die Aktion ziehe ich einen Katzenring an. Dass ich nicht noch mehr Schaden nehme und vielleicht doch noch beim Sturz drauf gehe. Das brauche ich nicht. So. Und hier rein. Und genau hier liegt die getrocknete Wurzel. War hier sonst noch was? Nö. Gut. Ach ja. Nee, halt, erst will ich runterhüpfen. Hat ein kleines bisschen Schaden gemacht. Aber ich kann meinen Ring wieder anziehen. So, in welcher Reihenfolge gehen wir die Türen durch?
Ich öffne erstmal die Tür, also wir machen es gegen den Uhrzeigersinn. Und versuchen die Jungs hier loszuwerden. So, du fackelst dich nämlich jetzt selber ab. Und explodierst. Und bist weg. So, Tür Nummer 1 war ein Zeug. Also Tür Nummer 1 war nichts drin. Was verbirgt sich hinter Tür Nummer 2? Eine Falle. Ja, eine Falle. Jo. Erinnerung und glitzerndes Titanit. So, eine Tür öffnen wir noch. Hier ist nichts, außer zwei Gegner. Au. Vor denen ich nicht weit genug weggerollt bin. Und die ich gerade super veralbern kann. Indem ich mich einfach von der anderen Seite wieder an sie ranschleiche. So. Die Türen, die wir hatten, machen wir jetzt einfach mal wieder zu. Weil sonst kommen all die Gegner in den Raum gerannt nachher, wenn wir mal sterben sollten. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Wir haben eh nur noch eine Türe. Die hier, die machen wir auch auf gleich. Genau, spreng deinen Kumpel weg. Und dich töten wir, weil hier ist die Treppe nach unten. Jo, aber nach unten wollen wir erstmal nicht, weil die Aufnahmesession ist leider wieder zu Ende. Und da ich ja immer die Aufnahme in Majulam beende und ich sowieso schon wieder zu viele Seelen habe und mal wieder aufleveln könnte. Reisen wir noch schnell nach Majula und machen das Level ab. So, aufsteigen. Und nein, ich glaube, wir brauchen noch einen Punkt in Zauberei für den vierten Slot. Aber egal. So. Dann verlasse ich sie mal wieder und dann gibt es jetzt einen Cut. Also, bis gleich.